Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Insel 2, heute mit der Dicke Beata Folge. Das weißt du doch noch gar nicht. Ich hoffe, dass das richtig war. Du bist 2 Meter gelaufen. In 2 Meter oder? Gelaufen, dann kommt der nächste Ladebildschirm, das stimmt. Die Dicke Beata, ich freue mich ja schon. Ja, das ich wird ein nicht so. Spannendes Spiel. Das ist spannend vor allen Dingen, das Angelspiel in diesem Spiel. Er wird doch auch noch irgendwas von so einem Rase zur Oase und erstmal muss ich zur Oase rasen. Auf dem Weg aus. Links, links, alt ist Gas. What the fuck? Links, Shift, Hupe. Ja. Los, links, alt. Darf ich so oft hupen sonst? Wow. Alter, wie steuert sich das denn? Alter, das geht gar nicht. Jetzt habe ich den Stein nicht mitgenommen. Alter, das geht. Das lässt sich überhaupt nicht steuern. Du stellst dich doch gerade nur so an, wenn du die dicke Bertha nicht machen willst. Jawohl. Das ist. Der steuert sich sauträge. Was machst du? Jawohl, jetzt hat er es gut. Ups! Das ist hier ganz anders als Skateboardfahren. Speed! Wo fährst du denn hin? Ja, der lenkt nicht! Der lenkt ganz komisch! Oh, Tornado! Da ist der! Oh. Das ist ja ganz anders als Skateboard fahren! Jetzt machst du deine Ups! Das zu sehen ist ja einfach... Alter, das ist aber sauer schwierig! Stein! Das ist ja ganz anders als Skateboard fahren! Was für Steinwuppen! Ja, ich glaube, das war gar nicht schlecht. Wobei, ich habe nicht so viel Zeit. Das ist ja ganz anders als Skateboardfahren. Das geht aber nicht gut. Also eigentlich muss das Zeitung gleich machen. Ich glaube, du spielst gleich nochmal. Ja, wie geht's jetzt? Wie geht's nur gerade aus? Oh, Aliens! Ja, brauchen wir nicht. Wir bleiben fast stehen. Oder die ganze Zeit mit diesem Daumen auf All zu liegen, ist auch schwierig. Das ist auch eine zweite Hand. Ja, aber ich muss links All drücken, nicht rechts. Ups, das ist ja ganz anders als Skateboardfahren. Aber da ist doch die Oase. Das heißt, jetzt kommt die Dicke Birda. Da ist sie. Easy. Du bist ja ein waschechter Rallyefahrer. Siehst du, ich war total gut. Eigentlich musst du das Zeug jetzt nochmal machen, machen wir jetzt nicht. Jetzt, wir wollen die Dicke Bertha sehen. Erstmal wieder ein Ladebildschirm. Aber alleine schon zuschauen hatte das schon viel Schönes. Ja, der Ladebildschirm auch. Oh, hey, das ist aber kurz ein Ladebildschirm. Ich heiße Pepper Opa. Ich bin der alte Fischer, Kleiner. Du bist bestimmt auf der Suche nach einer Seite, was? Der trägt ja Bauch. Woher weißt du das? Psst, bester Gag im Spiel. Ich hab das Spiel schon mal gespielt. Ha, vierte Wand durchbrochen. Weißt du, der große alte Fisch ganz unten auf dem Grund hat sie aufgefressen. Jep. Die dicke Bertha hat sie geschluckt. Hat sie wie ein Sandwich weggeputzt. Mampf, schluck, ich will nicht die dicke Bertha. Wenn du die Seite wiederhaben willst, nimm meine Angelrute. Ja, erstmal die Rute vom Fremden nehmen. Sieh mal, ob du Bertha erwischt, dann kriegst du auf deine Seite wieder. Ich bin gespannt, ob du dich jetzt so anstellst, wie du da meckerst jetzt. Links-Shift ist aktivieren. Links-Strick ist Schwung auswerfen. S ist nur ein und W ist Angel anziehen. Was? Ja. Okay. Da, das ist doch die dicke Bilder da vorne. Guter Wurf. Netter Kleiderschrank. Okay. Ja! Sie! Hab ich, war aber zu spät offensichtlich. Und so ging es mir das ganze Spiel über. Ja, aber das sieht doch jetzt gar nicht so schwer aus. Das ist ein netter Kleiderschrank. Du musst doch die doch nur einmal fahren, einmal warten, bis die da ist quasi und dann einfach einholen. Das ist doch dann voll easy, oder? Aber die Musik ist gut. Jetzt greift erstmal gleich ein anderer Fisch an. Ach, das sind andere Fische? Ja, die können auch anbeißen. Aber wäre ich auch schon mal glücklich. Ja, nee, die schwimmen einfach dran vorbei. Das sieht gut aus, die Werder. Jetzt hast du sie. Nee, nicht so ganz. Jetzt! Ja, aber da steht zieh jetzt und es passiert nichts. Du musst halt ziehen. Hab ich.
habe auch nur noch 17 Wurf. Köder. Guter Wurf. Weil hier hat man auf einmal Köder. Netter Kleiderschrank. Zieh jetzt! Er hat von selber gezogen sogar. Ich wollte gar nicht ziehen. Weil das war ja nichts zu ziehen. Ziehst du mit S oder mit W? Mit S. Versuch mal W. Also wenn Bär da anangelt. Zieh. Ja! Aber was muss ich denn da machen? Halte die Schnur straff. Was? Aber W ist schon mal richtig. Super Minispiel. Da, ja, hinter die Burner! Und jetzt? Aber es geht einfach nur noch runter! Ja, ja! Zieh an! Also ich muss einfach immer regelmäßigen Abständen S drücken, oder was? Du hast sie bald! Das ist gar nicht so schwer. Yay! Ja, das war jetzt aber geduldig, also, ne? Was ist denn das für eine Maulfrau? Ganz schön raffiniertes Wesen, diese Bertha. Aber du hast sie am Ende ausgelöst. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass mich das fertig gemacht hat als Kind. Ich hab's nicht hingekriegt. Irgendwann hat's mein Cousin gemacht. Ich hab sie! Da ist die Seite! Und die dicke Bertha hast du auch. Damit bist du der beste Fischer hier in der Gegend. Die Seite ist die schönste Belohnung, alter Fischer. Aber vielen Dank für das Kompliment. Ich muss weiter. Also dafür, dass du so ein Tamtam gemacht hast. Ich wollte uns noch Fischpastetchen machen. War das jetzt schon? Ich muss los. Tschüss. Sehr antiklimatisch. Oh, ich bin froh, sie ist weg. Oh, schade. Sie ist weg. Dicke Bärda. Dafür, dass du da so ein mega Tamtam gemacht hast, war das jetzt echt underperformed. Monatelang saß ich da fest, bis mein Cousin kam. So schwierig war das doch jetzt gar nicht. Du hast es nicht probiert, ja? Ich musste diese schwere Aufgabe meistern. Du hast einmal W gedrückt und dann dreimal S. Nee. Doch. Nee, so nicht. Man darf auch nicht zu viel S drücken. Aber erst machen wir jetzt wieder einen Ladebildschirm. Ah! So, hier weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht, weil hier war ich nicht. Das wird jetzt bleiben. Du bist jetzt auf jeden Fall. Nein, das stimmt. Ich hab's schon nochmal danach gespielt, aber bis zu diesem Punkt hab ich's öfter gespielt. Ich will da zur Base gehen. Was machst du denn? Moment, Diamanten. Die geht's doppelt dicker. Ich hab mich so auf die dicke Bärte gefreut und dann dauerte das 2 Minuten. Was ist denn jetzt los? Ich skate im Sandboden. Das ist Snowboard. Stimmt, das ist ohne Rollen auf jeden Fall. Hey, gute Nachrichten. Ich habe einen riesen Fisch gefangen und... Oh je, was ist denn passiert? Naja, der Doktor hat einen Hitzschlag. Oh, das hört sich ja grauenhaft an. Das ist gut, dass ihr den dann in der Sonne sitzen lasst. Der wird uns doch nicht Voldemort. Versterben. Nein, das Spiel ist ab Null. Er hat einen Hitzschlag, keinen Herzschlag. Wenn du ich hoffe, dass er einen Herzschlag hat. Wir den Doktor im Wasserflugzeug mitnehmen. Jetzt ziemlich schlecht. Ist etwas kühler. Kannst du uns folgen? Hey, super! Ich darf den Doppeldecker fliegen. Mann, geht's mir gut. Erstmal wieder ein Ladebildschirm. Mann! Dieses Spiel ist echt nicht für ungeduldige Leute gedacht. Gut, dass ich sehr viel Geduld habe. Aber so gar nicht. Versuche die Ziele so oft wie möglich das ging schnell. Zu treffen und vergiss nicht Bananen und Treibstoff zu sammeln. Natürlich. Bananen? Man braucht immer mal eine Banane auf dem Weg. Okay. Steigflug, Sinkflug. Also so wie man Flugzeuge fliegt und Bananen. Das ist Bananen mehr. Natürlich. Alter, geile Musik. Du hast aber einen neuen Moment. Was machst du denn da? Ich will die Bananen werfen, die machen so schöne Geräusche. Was ist hier denn los? Hallo! Was machst du denn? Gar nichts. Das passiert von selber. Ich werde beworfen! Ich werde beworfen! Was ist das denn? Wo ich hinfliege? Oh oh! Jetzt bin ich gleich stromleer. Das kann mir ziehen mehr. Oh. Was war denn da am Anfang los? Das war ja merkwürdig. Das ist ein super Spiel. Ich werde von Affen beworfen, das ist es nämlich.
Warum bewerfen die denn nur mich? Hallo? Ja, du brauchst auf alle Fälle Benzin. Benzin. Bendentium. Ja! Ist ja gut jetzt. Ich will aber auch bei einmal so ein Ziel treffen. Ja, hallo. Wo ich hinfliege. Auf. Ich hab gleich wieder kein Benzin mehr. Alter, was sind das denn für Leute? Die Benzinanzeige ist auf null. Hier, Flippersound einfliegen. Oh. Muss mehr Dings sammeln, aber diese Affen sind so blöd. Versuche. Ja, wieder cool. Kann ich denn... Guck mal, so kann ich wieder mehr Bananen sammeln. Ich will wieder um Benzin kümmern, nicht um Bananen. Ja, aber Benzin liegt hier nicht. Da ist Benzin. Ich will mal einmal so ein Ding treffen. Jetzt. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Aber da wurde ich voll geboostet von. Wolltest du da gerade nach vorne teleportieren? Ja, aber absolut. Gib mir so viel Benzin. Wo kommt denn mal wieder welches da? Oh oh, die Benzinanzeige ist auf null. Ja, das ist Schnee von vorgestern. Hört auf, mich mit Bananen zu werfen. Das bringt überhaupt nichts. Oh. Man kann auf jeden Fall nicht abstürzen, wie ich anfangs gedacht hätte. Ja, hallo! Nein! Das war knapp. Ich hab sie noch gekriegt. Das sieht nach geschafft aus, da wo ich jetzt bist. Na, da hinten ist aber noch ein Ziel. Aber ich treffe das doch voll. Das geht offensichtlich nicht. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Nein, oh, da ist die Landebahn. Die Benzinanzeige ist auf null. Ah, es hat gereicht. Ja, gut gemacht, Emma. Null Punkte, macht nichts. Nehme ich. Das war sehr schön. Nehme ich. Immer noch besser als Tarok im Schlangenspiel. Also von daher. Wenn du dich da durchpirouettierst. Wenn du einmal getroffen bist, dann ist die Kacke tot. Ja, dann bist du gechainfangelt, wirst du da. Das Benzin. Jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Und das ist ein Dino. Aha, so, also sowas. Tja, also der T-Rex hat mich gerade informiert, dass die Dinosaurier im Hauptlager gefangen gehalten werden. Sicher. Wenn jemand sie retten könnte, würde er ihn hinbringen. Erstmal wieder laden. Mein Gott, ein Ladebildschirm nach dem anderen. Das ist bisher bester Part des Spiels ever. Ich glaube, die Hälfte davon besteht aus Ladebildschirm. Ich wüsste ja, wie das Thumbnail aussieht. Diese Affen. Führe den T-Rex, während er dich zum Hauptlager trägt. Wie viele Minispiele muss ich hier eigentlich machen? Schneller, langsamer. Warum ist denn W nach links und S nach rechts? Und D ist, was ist das denn? Alte Spring. Shift ist brüllen. Achso, weil ich so spiele, okay. Okay, das war. Ich wollte eigentlich erstmal brüllen, aber gut. Das ist jetzt quasi so was wie. Ach so. Was ist denn das auch, dass man mit Leertaste nicht springt? Wie ist das? Der Temple Run oder was ist das? Ich war doch dagegen gelaufen nachträglich. Ich will immer auf Leertaste springen, das ist doch scheiße. Spring ist doch eins, das ist doch bekannt. Ui!
Ja, hallo. Da hat er sich jetzt auch angestellt. Ich würde da auch versuchen, über zu jumpen. Ein Spiegelei. Was bringt denn jetzt eigentlich Brüllen? Ich kann das ja nicht. Also, das war das Brüllen. Was ist das denn? Das ist super wie nicht. Ja, aber ich habe ihn dafür schon sehr gut angestellt, muss man sagen. Oh ja, schöner Sprung. Oh, da fallen auch Kometen runter. Oh, jetzt auch noch Slalom, Baby. Und ein Spiegel, Alter, was geht jetzt ab? Was ist denn jetzt passiert? Ja, hallo, das war jetzt ein bisschen unfair. Nicht ins Spiegelei rennen. Warum hast du denn neun Dinos? Greife ich nicht. Ich glaube, ich bin neunmal irgendwo gegengelaufen. Alternativ darf ich noch neunmal irgendwo gegenlaufen. Nee, ich bin drüber. Nicht. Also 10 Sprünge habe ich gemacht. Bringt ein Sprung immer Punkte noch mehr? Ja. Keine Ahnung, ich werde Bronze und 0 Punkte kriegen. Ach, das ist ein Volleyball. Das ist ein Volleyball? Das ist ein Volleyball. Ich bin einfach rechts dran vorbeigelaufen und ein. Oh, jetzt! Oh. Darf ich da drauflaufen? Ich hoffe. Das ist ein Dino. Das ist ein Volleyballnetz. Könnt ihr auch Enter drücken, um da. Die Bäume zu verändern. Das ist jetzt schon herausfordernd hier. Oh, jetzt kommt und so eine Osterinselstatuen. Moai, glaube ich, heißen die, oder? Oder ja. Moai, irgendwie so. Weiß ich, weil ich Civilization gespielt habe. Ja, das will ich da durchschlingen. Aber jetzt die Zeit um. Wenn, dann liegt das daran, dass ich am Anfang so verkackt habe, dass wir es jetzt nicht mehr schaffen. Und am Ende fand ich mich jetzt nicht so schlecht. Ist geil, na gut. Ja, finde ich auch. Muss ich da springen? Oder ist das unendlich? Jetzt ist es auf jeden Fall aus. Okay, ich muss noch mal starten. Ich glaube, das hat nicht gereicht. So, Lergorix, jetzt aber... Hä? Was? Dasselbe Spiel noch mal? Okay, jetzt dasselbe Spiel noch mal. Du kannst auch schneller tun. Wie denn? D und... Oh, das hätte ich vielleicht geholfen. Das ist aber ein bisschen schwierig dann. Ja, du hast dann nicht so viel Zeit nachzudenken. Und heißt, das müsste eigentlich besser gehen. Los, D! Ui! Rx, D! Nein! So viele komische Tastenkombinationen. Ich hab auch ein bisschen viel gesprochen. Ui! Ui! Was war das denn jetzt? Jetzt machst du mal ab. Du musst das normal machen, oder? Ui! Alter, wie schnell geht denn hier? Der kann im Sprung auch noch sich ändern hier, oder was? Das ist ein guter Dino. Hallo! Was bist du denn da jetzt? Ich bin nicht gesprungen, der läuft dagegen und denkt, er ist noch nicht so weit. Was ist das für ein Geräusch? Ich schlalle. Ich bin überfordert mit der Steuerung. Das ist nicht so intuitiv, wie man denkt. Ui! Auch über das Spiegelei gejumpt. Ui! Oh, jetzt ist er im Flow. Über Weitsprung! Ach komm! Ja, fast den Weitsprung geschafft. Achtung, jetzt kommen die Volleyballnetze. Ui! Luke! Achtung, wieder Volleyballnetze. Im Zickezack. Dann kommen die Osterinselstatuen. Oh, aber jetzt wird der Pattern geändert. Dann hat die total durcheinander gebracht. Ja, wir laufen erstmal da durch, solange das noch geht. Noch 1 Minute und 10 Sekunden. Oh. Du bist schon weiter als voll. Ja, komm. Überfordert. Easy. Jurassic Park.
Hey. Bronze, 0 Punkte. Silber, 6.000, immerhin. Die meisten Leute hätten leichte Bedenken, sich auf einen 6,5 Tonnen schweren Dinosaurier zu setzen. Du nicht. Genau. Erstmal wieder ein Ladebildschirm. Das hatte viel Schönes. Ja, komm. Lauf gegen fucking Baumstamm. Ja, komm. Ja, es war auch alles unfair. Alles rigged. Ich bin jetzt nochmal für Minispiel. Hallo Pepper, was für eine Überraschung. Der Steinbrecher hatte schon gesagt, dass du eventuell hier sein würdest. Suchst du was? Etwa das hier? Wenn deine Antwort ja ist, hast du leider Pech gehabt. An die Seite kommst du nur durch mich. Hey, ich meine natürlich nicht durch mich hindurch. Rette die Dinosaurier, Alter. Die sie in Sicherheit trägt. So, das macht Zarok in der nächsten Folge. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts gibt es die Folge, klicken und dann seid ihr bei mir und dann einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.